Ja, schönen guten Abend. Willkommen heute zur Brisant-Sendung. Wir hoffen, Sie sind gut durch den Sturm gekommen. Das Wetter hat sich den Platz vorn heute noch mal in der Sendung bei uns verdient. Wir fegen zusammen nach Tief Thomas heute. Wie war sie nun, diese Sturmnacht? Wer hat viel Wind abbekommen? Wer hatte noch Glück? Bei wem muss jetzt repariert werden? Auf einigen Zugstrecken hat es Probleme gegeben, auch auf der Straße. Das sehen wir gleich. Wir starten aber in Hamburg, wo es auch besser war, im Sturm nicht den falschen Platz zu haben. Eine irre Geschichte jetzt. Sie ist Sigrid Herrling aus Darmstadt so passiert. Sie wollte einen Kontoauszug holen. Und dann hat die Bank aber ihre Karte einbehalten mit der Begründung, sie sind doch tot. Ihr Konto ist gesperrt. Auch ihr Sohn wurde informiert, dass die Mutter nun verstorben sei. Was für ein Schock. Und jetzt erklären Sie mal, dass das so gar nicht stimmt, wenn es da doch nun so steht. Sigrid Herrling hat gemerkt, wie schwer es ist, wieder lebendig zu sein, wenn man erst mal für tot erklärt war. Knackig kalt geht's weiter bei uns. Wir haben uns mit zwei coolen Typen getroffen, die eine ungewöhnliche Wanderung planen. Wir schauen uns mal an, wo die hinwollen. Und zwar hierhin, auf den Baikalsee. Da hat man Temperaturen so minus 30 bis minus 40 Grad, also so richtig kalt. Da können Sie den mitgenommenen Käse dann als Eiswürfel lutschen. Das ist allerdings nicht die einzige Herausforderung, hören wir von den beiden. Die haben sich einen ganz besonderen Ort deshalb ausgesucht, um für diesen Trip ein bisschen zu üben. Und vielleicht denken Sie an die beiden Sonntag, wenn Sie Ihre Brötchen essen. Sie werden jetzt sehen, warum. Ja, Wärmflasche einpacken und ein paar Brötchen. Wir gucken auf einen interessanten Fall. Ein Trickbetrüger bringt Rentner in Deutschland um ihr Erspartes. Doch er schafft es seit Jahren der Justiz immer wieder zu entkommen. Wie kann das sein? Es geht um den Erfinder des sogenannten Enkeltricks. Eine ganz erfolgreiche Masche seit den 90er Jahren. Die Betrüger haben sich als Enkel ausgegeben und so haben sie sich das Geld erschlichen. Nun hat die polnische Polizei den Drahtzieher nach jahrelanger Flucht endlich gefasst. Und was ist passiert? Er ist schon wieder frei. Wo bewahren Sie Ihr Geld auf, wenn was übrig ist? Auf dem Sparkonto? In Aktien? Oder haben Sie vielleicht doch was im Schrank zurückgelegt für üble Zeiten? Jeder Vierte macht das so. Jeder Vierte bewahrt Geld zu Hause auf, laut Umfragen der Finanzwirtschaft. Die Frage ist ja, wo ist ein guter Platz? Worauf kommt ein Einbrecher vielleicht nicht gleich? Gefrierschrank oder ein Strumpf? Man darf es dann eben nur nicht vergessen. Ja, also doch besser doch mal in den Socken nachgucken, was da vielleicht noch an Geld zu Hause schlummert, was man so vergessen hat. Wir machen jetzt weiter in der Sendung. Und zwar geht es jetzt bei uns weiter mit der Prominenz. Wir freuen uns auf Toni Marshall. Der wünscht sich seinen Fuchs zurück. Veronika Fischer ihr Geld und Goldie Horn ihren Schlaf. Wir erklären das jetzt. Und starten mit dem Wiener Opernball. Früher, da war der Wiener Opernball noch politisch. Da wurde draußen demonstriert gegen den Kommerz und drin trotzdem teuer weitergefeiert. Heute kommt immerhin noch dank Mörtel Lugner, Bauunternehmer und Überpromi in Österreich, ein Hollywoodstar angereist. Doch liegt Wien ja nun mal in einer anderen Zeitzone. Und so wurde Goldie Horn gestern Abend zu Goldie Gähn. Aber trotzdem gab es durchaus Momente, die sich gelohnt haben, unbedingt wach zu bleiben. Ja, beim Schnitzel haben hier alle aufgejubelt. Sie war auch mal eine Frau, mit der jeder unbedingt ein Foto wollte, bei der gekreischt wurde, wenn sie nur ein Brötchen beim Bäcker kaufen wollte. Und heute, da streitet Veronika Fischer, großer Star damals in der DDR und bis heute sehr beliebt, um ihre zu geringe Rente, wie sie sagt. Es ist ein Prozess, bei dem es für sie um späte Gerechtigkeit geht. Und es ist ein besonderer Schritt in die Öffentlichkeit. Denn welcher Star gibt schon so gerne zu, dass es heute mit dem Geld nicht mehr so langt? Wir sind ganz verzaubert von der Schauspielerin Emma Watson. Erinnern Sie sich noch? Das war mal die Kleine. Nur die Schöne. Sie hat auch ganz schlaue Ideen. Zum Beispiel verteilt sie Bücher in der Londoner U-Bahn, damit die Leute wieder mehr lesen. Schöne Idee. Jetzt ist sie zu sehen in Die Schöne und das Biest. Und es gibt noch eine Premiere in dem Film. Sie singt auch noch. Kann ein Mensch so perfekt sein? Ach, ja. Wir wussten ja immer, dass Toni Marshall ein Fuchs ist. Der kommt nämlich jetzt nicht nur, wenn es um Musik geht. Und jetzt hat er auch noch einen Fuchs. Bei Toni Marshall in Baden-Baden lebt seit kurzem ein Fuchs. Er ist ein bisschen scheu, aber er hat ihn für uns fotografiert. Schauen Sie mal, das ist das Bild. Und so bei der Frisur, finden wir, haben sich die beiden schon so ein bisschen angenähert. Aber es geht jetzt ein Riss durch diese Freundschaft. Man lernt nie aus. Wir haben uns mit Sängerin Katie Melur getroffen, also
dachten wir, aber so heißt sie jetzt gar nicht mehr. Also eigentlich schon, aber sie möchte so nicht mehr angesprochen werden, sondern jetzt heißt sie Katie Melua. Ja, üben Sie gerne ein bisschen mit, wir tun es auch immer noch. Nicht nur der Name klingt jetzt anders, auch die Musik. Und das hat mit 24 singenden Frauen zu tun, die sie jetzt begleiten. Möchte ich mal hier auch mal haben. Erklärungen folgen jetzt. Besinnliches Ende. Wir sind gerne morgen wieder Teil Ihres Wohnzimmers ab 17:10 Uhr. Schönen Abend.